Alright, Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu Pokémon Moon Black 2. Heute machen wir extremst gechillt. Es ist zwar, wie ihr sehen könnt, fast 1 Uhr, also 13 Uhr, aber ich bin übertrieben tot. Es ist Sonntag, das heißt, die Folge werdet ihr direkt morgen am darauffolgenden Tag sehen. Unser Team sieht immer noch gleich aus. Ich weiß zwar nicht mehr wirklich, wie unser Team aufgebaut ist, was für Attacken wir haben, weil für mich ist es knapp 3 Wochen her, aber... Idis, Monidis, ich glaube, wir sind am Ende der Victory Road, oder? Meine ich? Das heißt, rein theoretisch 2 Wochen noch, maybe 3, und dann ist dieses Projekt auf jeden Fall vorbei. 68. Ah, okay, die hat ein komplettes Rain-Team. Wenn sie einen Swift Swim Team hat, also ein Wassertempo Team, dann sieht das kein da eklig aus. Das Teil hier könnte Aurasphäre haben. Also kann es lernen. Ich weiß nicht, ob es das in dem Hack lernen kann. Das könnte aber auch einfach Hypnose droppen. So oder so, glaube ich, werde ich hier einfach Call Minden, weil wenn ich mit Lucario durchsweepen kann, dann. Ja, es ist, glaube ich, ganz geil. Okay, Hydropumpe. Das natürlich macht extrem viel Damage. Ja, ich glaube, das wird nichts mit Setupen. Ich glaube auch nicht, dass plus 1 Aurasphäre killt. Maybe. Weil wir schon mega sind, plus Item und ja. Plus Levelunterschied, plus Life Orb haben wir. Okay, das Teil werden wir nicht outspeeden. Safe nicht. Oh, Extreme Speed wird es auch nie im Leben rausnehmen. Deswegen werde ich jetzt eben mal heilen und einfach mal gucken, was er macht. Ich gehe aber wahrscheinlich von einem Siedewasser aus, oder? Ne, Focus Blast. Ludicolo kann auch Focus... irgendwie gefühlt jedes Pokémon kann das, hä? Gut, das macht natürlich nicht... das Problem ist... Ich wollte sagen, das macht nicht so viel Schaden, aber das Problem, glaube ich, bei der Sache ist... dass er halt Swift Swim hat. Uncool. Dann könnten wir in Aladdin gehen, aber er könnte dann nach Ice Beam haben. Ich meine, das wird auch nie ein Leben killen, aber wird Aladdin killen, weil Ludicolo ist kinda thick. You thick boy. Wir könnten ja mal in Aladdin gehen und dann protecten, maybe? Bei Setup kann er sich eh nicht. Schade um unserem Call Mind, wenn ich ehrlich bin, aber... Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Ein Geistermon wäre jetzt geil, aber... Hey. Da machst du nichts. Hydro-Pumpe. Ja gut. Wir protecten einmal, um zu gucken, einfach was er macht. Ice Beam. Das ist jetzt alles ziemlich mau. Wenn ich im Wander gehe, dann kommt danach die Pflanzenattacke und dann, ja. Ich glaube, wir müssen mit Gasolina das Teil finishen, ne? Outstallen irgendwie. Irgendwie. Ja, ich glaube schon. Warum macht er jetzt nochmal Hydropumpe? Die AI ist weird as fuck. Real talk. Dann machen wir jetzt einen Protect und gucken einfach mal kurz, was er macht. So, jetzt macht er Giga Drain. Ich hoffe, das macht er jetzt nochmal. Ansonsten weiß ich halt einfach nicht mehr. Real Talk. Die AI ist giga random. Ja, okay. So. Wir könnten hier einen Sub aufsetzen, aber ich glaube, im Regen eine Wasserattacke da durchzusubben, bringt, glaube ich, eher wenig was. Ich weiß nicht, ob Gyro Ball auch funktioniert. Können wir mal drücken. Wird zwar, glaube ich... wird es Schaden machen, weil...
Ich weiß nicht, ob Gyro Ball halt die Fähigkeit mit einberechnet, weil er jetzt halt doppelten Speed hat. Das wäre nämlich sehr, sehr gut zu wissen. Weil selbst wenn es Resist... Oh mein Gott, Alter. Selbst wenn es... Ja, okay, nimmt es auf jeden Fall nicht. Ja, was ich sagen wollte, selbst wenn es Resisted ist, dann würde es trotzdem, glaube ich, ganz gut Schaden machen, weil sein Initiativewert halt verdoppelt wurde. Aber, ja. Ich habe nichts gegen die Ludicolo. Nichts. Nothing, weil es einfach alles outspeedet. Ich könnte nochmal heilen, aber das würde uns, glaube ich, nichts bringen. Oder? Nee, ich glaube nicht. Er misst die nochmal. Oh mein Gott, Gasolina OP, Alter. Holy shit. Okay. Oh mein Gott, das war huge. Holy shit, dieses Ludicolo. Das hat mir schon fast wieder Alzheimer gegeben. Mega Aerodactyl. Das ist kinda fein eigentlich. Kinda. Wanda würde es zerstören. Aladdin würde sehr gut Schaden machen. Ich weiß nicht, was für eine Ability es in der Mega hat, aber ich könnte mir Steinhaupt vorstellen oder halt irgendwie so Panzerhaut oder so, dass es nicht gecrittet werden kann. Irgendwie sowas. Scouten können wir ja nicht. Wir können aber einmal heilen. Das ist keiner Scouten, I guess. Von daher... ach, kann er nicht auch Fokus misshaben und all so ein Scheiß? Ja, Stone Edge, okay. Ja, gut. Da machst du jetzt nichts, würde ich mal an dieser Stelle sagen. So, dann denke ich, wir könnten subben. Bringt uns das was? Wir können ja mal für einen Sub gehen. Ich meine, wenn Stone Edge einmal crittet, glaube ich, dann ist unser Sub weg. Aber ja, bis dahin sollten wir eigentlich Gucci sein. Heilen brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Und ja, drücken einfach Sludge Bomb. I guess Stone Edge misst er sogar. Sehr schön. Ja, das wird keinen Schaden machen. Das ist aber auch klar. Aber warte mal. Würde Flamethrower dann nicht mehr Schaden machen? Maybe, plus wir hätten Chance, ihn zu burnen. Ah, Sludge Bomb wäre geiler, wegen der Poison. Weil selbst wenn wir ihn burnen, er macht halt Stone Edge. Und wenn das crittet, dann ignoriert er halt den Burn. Das ist ja komplett egal, ja. Sludge Bomb macht halt mehr Schaden. Ich dachte mir, Flamethrower würde vielleicht mehr Schaden machen, aber... macht ja keinen Sinn. Sludge Dingens... Kack, ist ja, Stab. Ich dachte, wir hatten halt noch den Feuertypen ganz halt wegen diesen Wolken, aber wir sind ja, Giftstahl, ne? Ja, gut, dann machen wir noch einen Sludge Bomb Pursuit. Weiß nicht, warum ich rausgehen soll, aber ich glaube, er hat gar keine... Er hat, glaube ich, gar keine Stone Edge Aufladung mehr. Nice, er ist poisoned. Okay, dann werde ich mal eben den Speed reinballern. Aber wir sind schon fast 10 Minuten in einen einzigen Kampf. Ich versuche sowas immer zu vermeiden. Das seht ihr ja, glaube ich, auch, dass ich halt auch Routen oder so manchmal einfach komplett rausschneide. Damit wir halt Progress haben, weil ich weiß, da geht so ein bisschen dieses Feeling verloren. Ne, aber seien wir ehrlich, Full Restore. Obvious. Was ich sagen wollte, ist, seien wir ehrlich, ich glaube, man appreciated es doch. Eisfang, okay. Ich glaube, man appreciated es doch, dass wieder mehr Progress machen, anstatt ja, 4-5 Folgen lang 2-3 Routen zu sehen oder ne, 4-5 Folgen lang insgesamt 2 oder 3 Trainer zu sehen, so. Glaube ich. So. Ich glaube, ein Hit tankt unser Sub noch. Aber wir haben bald keine Sludge Bombs mehr. Leider. Ein Crit, unser Sub ist weg. Yo, any poisons? Question mark? Aha. Wahrscheinlich, Digga. Wahrscheinlich. Gut, dann mache ich hier eben den Mega Speed an. Weil
kann jetzt ein bisschen dauern, tatsächlich. So, bitte triff einmal und poison ihn, please. Max Freeze Rounds, Poggers. Komm. Ja, okay, gut. Dann sollten wir aber, glaube ich, nächste Runde auftauen, weil es dann 5 Runden sind. So, dann sollten wir jetzt eigentlich auftauen, oder? Sollte doch so sein. Wait, what? Hält das nicht maximum 5 Runden? War das nicht eben gerade die 5. What? Hallo? Hallo? Any auftauers? What do you mean, Digga? 7 Runden. What? Funktioniert das nicht so in dieser Gen, oder was? Ist ja Gigamüll. Wie lange bin ich denn frozen? Oh mein Gott. Also, ich schwöre, man kann wirklich sagen über den neuen Games, was man möchte. Real talk. Aber die ganzen Quality of Life Changes, die sie über die Jahre im Pokémon gebracht haben, ist einfach geil. Ist einfach sick. Ich wusste das nicht, dass es in Gen 5 genau wie Wetter dann vielleicht sogar permanent ist oder maybe sogar 10 Runden hält. Ach komm, Alter, ohne Scheiß, Junge. Was ist denn los mit dir? Ich möchte diesen Kampf beenden. So, Sludge Bomb. Oh mein Gott, auch noch keine Poison. Aber er kriegt zweimal den Freezer. Burn. Come on, die. Die. Come on. Hätte uns da jetzt auch den Burn geben können, dafür, dass wir zweimal gefreezed wurden. Wenn wir nicht mal einen Crit bekommen, oder einen Burn, oder sonst was, aber wurden einfach zweimal gefreezed, 10% Chance, by the way. Plus, ja, hierauf haben wir halt gar keine Antwort. Dann werde ich aber Dingen zahlen. Voltulus. Weil der wird das Teil, denke ich, einfach wegbodyen. Ja. Und zweimal gefreezed und da. Okay, cool. Ich meine, das Teil macht schon echt gut Schaden. Ja, haben nicht ein Dingens bekommen. Ein Burn oder ein Crit? Unlucky. Ich wollte gerade sagen, warum ist das Teil schneller als wir, aber der Regen bleibt ja permanent. Dadurch hat es ja Swift Swim. Bisschen kritisch. Aber ich glaube, der Thunderbolt, der killt. Ja. Alright. Dark Pulse. Dark Pulse, kinda nice. Real talk, kinda nice. Brauchen wir Flash Cannon? Wir haben Lucario für Stahl-Pokémon. Ich glaube, wir nehmen erstmal den guten alten Dark Pulse, weil Flash Cannon kann ich immer wieder beibringen. Kingdra, yo. Das wird 100% Swift Swim haben. Und für was geht es? Outrage. Hat es Swift Swim oder Superschütze? Ich denke aber Swift Swim, ne? Oh, das wird jetzt richtig eklig. Ich kann nur Wander reinballern. Aber trotzdem eine Drachenattacke. Ah. Oh mein Gott, was ist das wieder für eine Gigascheiße? Überleben wir einen Wutanfall? Ich weiß es nicht. Schwer einzuschätzen. Okay, den Draco überleben wir auf jeden Fall nicht. Aber das ist schon mal gut. Dann ist er... Den überleben wir. Wait, den überleben wir. Dann ist er jetzt minus 2. Und wenn er nochmal dafür geht, dann ist er minus 4, was gut ist. Und wenn er dann für Wutanfall geht, genau, ja, dann tut's wieder weh. Aber das Gute ist, ich spiele zwar mit den Crits, aber ist mir egal. Ich hoffe, er ist einfach gleich verwirrt. Komm, sei verwirrt, sei verwirrt, sei verwirrt, sei verwirrt. Jawohl, okay. Wir haben Rocky Helmet drauf. Drauf. Okay, cool, 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 cool. So. Hau dich selbst. Jawohl, danke. Und dann, machen wir trotzdem Thunderbolt, I guess, einfach weil Stab.
Aber ich fühle das Moveset. Outrage, Kaskade, aber random den Draco, weil Draco so viel Schaden macht. Und wenn es dann minus 2 ist oder so, dann weiß selbst die dümmste AI, hey. Wait. Warum denn? Hä? What? Ich mach mal Protect. Warum kommt da jetzt ein Kombi? Der heißt auch Kombi, glaube ich, auf Deutsch. Leech Seed. Thunderbolt? Warum ist das Teil so fast? Warum ist das Teil so fast? Hat das einen Wahlschall? Das war jetzt random. Das war jetzt giga random. Oh nein, nicht noch einer. Oh mein Gott. Und ich habe jetzt schon 16 Minuten damit verbracht, diesen Trainer zu bekämpfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weine. Ich weine, ich weine, ich weine. Gut. Dann, gibt's hier sonst noch was? Was wir machen könnten? Von da kam ich. Ich habe auch, glaube ich, schon... Ach nee, hier sind wir noch nicht lang gegangen. Es gab hier, glaube ich, noch ein... Lucario oder so? Oder war das da oben? Warte mal. Nicht ein Lucario, ein Zorak, glaube ich, haben wir gesehen, ne? Ja, hier, rechts. Was nicht mehr da ist. Deshalb auch immer. Oh, ein Turtonator. War der nicht ein Zorak? Ich meine ja, oder nicht? Habe ich was vercheckt? Ich meine, in der Part oder diese Ebene waren wir auch noch nicht. Ein Brutalanda. Plus, wir können es hier easy mega machen. Ich glaube, das snacken war. Das wäre dumm, es eigentlich nicht zu snacken. Okay, gut. Dann, ja. Versuche ich es eben zu schwächen, so gut es geht. Alright. Wie nenne ich denn Brutalanda? Brutalanda. Ich habe den perfekten Namen. Ich weiß nicht warum, aber ich muss... Ich habe gerade einfach an schwebende Tassen gedacht. So auf Alien-Basis. Und da fiel mir einfach Fortnite ein. Ich weiß nicht warum. Der Name ist so schrecklich, aber hey. Nein! Junge, warum? Oh mein Gott. Why? Gut, Freunde. Ich werde hier einen Cut machen. Ey, ich krieg noch einen Wutanfall in diesem Hack, ich schwöre. Wenn ich keinen Nervenzusammenbruch am Ende dieses Projekts habe, dann weiß ich auch nicht. Boah. Junge. Eklig, Alter. Egal, Freunde. Das war's auf jeden Fall für diese Folge. Wie gesagt, ich werde hier einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge genau hier wieder. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen ganzen Daumen nach oben, das supports Kermod. Abonniere nicht vergessen, um in Zukunft nicht mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal hier wieder. I guess. Also, macht's gut, ich bin raus. Peace.